Ein herzliches Willkommen hier auf dem Natur- und Technikkanal Amazing Nature Alpha zu einer weiteren Folge Fotografieren lernen, hätte ich fast jetzt schon gesagt, aber das ist ja keine Folge Fotografieren lernen, sondern ich habe extra die Videos getrennt, dass der eine, der nur nach den Einstellungen sucht, hier landet und der andere, der wissen will, was ein HDR ist, im Teil 1 landet. Daher heute doch kein Fotografieren lernen Video. Ich zeige euch heute, wie wir in der Sony A6400 respektive für die anderen Sony-Kameras gilt das natürlich genauso, ein HDR einstellen. Und alle, die zuschauen und eine andere Kamera haben, können dabei vielleicht auch was lernen, denn wir machen heute HDR-Fotografie. Und ich nehme euch mit aufs Bild, denn ich habe den Atomos Ninja 5 auf der A6400 drauf. Und deswegen seht ihr das Live-Bild. Und ich würde sagen, wir machen jetzt einfach hier mal am Strand ein paar HDRs in verschiedenen Methoden. Und deswegen würde ich sagen, wir fangen einfach mal an. Los geht's! Okay, wir haben jetzt hier also die klassische Gegenlichtsituation und jetzt versteht ihr schon, warum ihr ein HDR braucht. Also wir haben hier einfach das Problem, die Sonne ist extrem hell und wir wollen aber auch etwas Zeichnung vorne in den Felsen haben und dazu ist einfach ein HDR nötig, damit wir sowohl die hellen als auch die dunklen Stellen ausgewogen belichtet haben und uns dementsprechend nichts ausbrennt. So, ihr seht, die Kamera hat jetzt hier den Belichtungsmesser unten auf 0,0. Das bedeutet, eigentlich wäre das Bild ausgewogen belichtet. Wichtig dazu ist die Messmethode. Die seht ihr rechts oben. Dort ist eingestellt, er soll eben das ganze Bild in seinen Bestandteilen messen. Gehe ich jetzt zum Beispiel auf einen mittleren Punkt, dann sagt er mir plötzlich, das Bild ist viel zu hell, weil er nur die Sonne beurteilt und oder 1,0 zu hell. Und ich persönlich gehe jetzt mal hier auf die Messmethode. Er soll mir das ganze Bild beurteilen. Das hat aber jetzt noch keinen Einfluss auf das HDR. Also, zuerst würde ich vorschlagen, wir machen mal ein Bild, wo wir dann später in Lightroom, so wie ich es euch im Teil 1 erzählt habe, die Schatten aufhellen. Das heißt, wir machen einfach nur ein RAW. Seht ihr, da ist momentan noch das JPEG eingestellt. Das brauchen wir später auch. Aber wir gehen jetzt da zuerst mal in das RAW. Und dazu gehe ich jetzt hier auch mal, Fokus ist auf automatisch, das passt soweit, okay. Und jetzt würde ich immer beim RAW-Fotografieren versuchen, die Lichter etwas runterzuholen, damit wir später nur noch die Tiefen reparieren. Das mache ich jetzt mal, ich gehe mal hier auf eine Blendenstufe Unterbelichtung, dann fokussiere ich mal hier irgendwo, das ist jetzt nicht so wichtig. So, machen wir ein Drittel, zwei Drittel und zack, okay. Dieses Bild seht ihr jetzt schon im Ergebnis. Könnten wir so weit aufhellen in den Tiefen und so weit abdunkeln in den Lichtern. Das geht jetzt eben hier in Lightroom zum Beispiel sehr einfach. Aber das Problem ist, wenn wir da sehr extreme Schatten aufhellen müssen, dann haben wir zu viel Rauschen. Und das Rauschen, das habe ich auch im Teil 1 etwas untergehen lassen. Deswegen gibt es ja auch andere HDR-Methoden, weil wir in extremen Lichtsituationen eben zu viel Rauschen haben. Und wie würde ich jetzt hier ein HDR aufnehmen? Ganz einfach, ich zeige euch das mal schnell. Wir fangen mit der manuellen Methode an im RAW. Da habt ihr später auch den maximalen Bearbeitungsspielraum. Wir stellen das Bild mal auf eine 0 ein. Also wir fangen in der mittleren Belichtung an. Dann gehen wir hier in das Bildfolge-Modus-Menü und gehen auf eine Serienreihe mit einer Belichtungsstufe. Und ihr seht, wenn ich jetzt rechts und links klicke, kann ich hier verschiedene Modi aufrufen. Und wir könnten jetzt zum Beispiel auch mit 0,5 Belichtungsstufen arbeiten, entweder mit 3 Bildern oder mit 5 Bildern oder mit 9 Bildern. Das ist aber in meinem Fall Unsinn. Ich gehe immer gerne auf 1,0, also auf eine Belichtungsstufe und fertige 5 oder 3 Bilder an. Und weil wir hier eine sehr extreme Situation haben, würde ich 5 Bilder nehmen, damit eben die Tiefen durchgetackert werden mit minus 2, beziehungsweise mit plus 2, mit plus 1, mit 0, mit minus 1 und mit minus 2. Wenn ich 9 nehme, macht er das Ganze natürlich mit 3 Belichtungsstufen. Okay, machen wir mal nur 5, um hier beim normalen Beispiel zu bleiben. Ich würde also hier das Bild erstmal auf 0,0 grob einrichten und ihr seht unten jetzt diese Skala, da sagt er, er macht 1 mit minus 2, minus 1, 0, plus 1 und plus 2, das seht ihr da unten. Wenn ich jetzt eben hier den Schärfepunkt, den könnt ihr natürlich auch manuell setzen, ich würde ihn jetzt mal hier setzen, weil mir das sehr, ich hatte keine geschlossene Blende. Ich würde jetzt erstmal hier die Blende weiter schließen für Landschaftsaufnahme, dass wir die Felsen von vorne bis hinten scharf bekommen. In dem Fall würde ich dann auch, weil wir ein weitwinkliges Objektiv haben, kann ich mit der Verschlusszeit auch noch nach oben. Und dementsprechend würde ich jetzt mal hier so scharf stellen. Würde mir einen Bildausschnitt suchen, vielleicht so. Und jetzt bleibe ich einfach drauf.
Und ihr habt das vielleicht im Rekorder mitbekommen, er tackert dann einfach diese 5 Bilder durch. Und wenn wir die uns jetzt mal anschauen, dann seht ihr, er hat eins mit einer 40stel aufgenommen. Obwohl ich im M-Modus bin, macht er das selbstständig. Er hat eins mit einer 80stel aufgenommen, mit einer 160stel, so wie wir es eigentlich ursprünglich eingestellt hatten. Und dann hat er noch dunklere Aufnahmen gemacht, damit die Sonne abgedunkelt wird, mit einer 3/20stel und seiner 6/40stel. Und ihr seht, er verdoppelt einfach immer nur den Wert. Das ist exakt eine Blendenstufe. Und somit haben wir jetzt hier, ihr seht, wenn wir in die Bilder gehen, wo er eine lange Verschlusszeit genommen hat, da haben wir wirklich viel Zeichnung im Bild. Und wenn wir das später zu einer Aufnahme zusammenschmelzen, dann haben wir eben hier einwandfrei ein HDR erzeugt. Aber vielleicht wollt ihr das nicht in der Kamera, beziehungsweise vielleicht wollt ihr das nicht in Lightroom später machen, sondern ihr wollt direkt ein HDR als JPEG abspeichern, weil die JPEGs sind ja heutzutage gar nicht mal so schlecht. Die haben ja auch jede Menge Informationen. Ja, und dazu müsst ihr natürlich erstmal auf JPEG stellen, sonst funktioniert der HDR-Modus nicht. An der Sony A6400 müssen wir dann auf die Seite 11 in der ersten Karte gehen. Und da seht ihr den Modus DRO, also Dynamic Range oder HDR. Und wir gehen mal hier rein und sagen, aha, hier haben wir schon das HDR. Also hier könnten wir die Tiefendynamik, die automatisch komplett ausstellen. Hier können wir sie auf Auto lassen. Also er hält die dunklen Bereiche selber so auf, wie er denkt. Und hier gehen wir in HDR und ihr seht schon an dem doppelten Symbol, dass er meint, er will mehrere Aufnahmen anfertigen. Das, wie gesagt, geht immer nur dann, wenn ihr ein relativ unbewegtes Foto aufnehmt. Wenn ihr jetzt hier einen Rennfahrer hättet, geht das natürlich nicht. Ja, und in dieser dritten Methode seht ihr, das könnt ihr auch ganz automatisch in der Kamera regeln. Schaut mal bei eurer Nikon, bei eurer Canon, bei eurer Panasonic, bei eurer Olympus und wie sie nicht alle heißen, nach, wo ihr den HDR-Modus findet. Und hier bei der Sony-Kamera kann man eben bis zu 6 Belichtungsstufen machen oder auf automatisch stellen. Aber wir wollen natürlich die Kontrolle darüber behalten. Also machen wir mal 6 Belichtungsstufen, dann sollte der Vordergrund noch ein bisschen heller werden. Ich fokussiere wieder hier. Wie gesagt, immer wichtig dabei, dass ihr das Bild schon mal von Haus auf ausgewogen belichtet habt auf 0, dann kann er von diesem Wert aus arbeiten und selbstständig auch im M-Modus ein HDR erzeugen. Jetzt schauen wir das mal an und jetzt seht ihr ein wirklich krasses Bild. Also ihr seht, dass die Felsen im Vordergrund wunderbar hell sind und auch der Himmel ist trotzdem noch ausgebrannt. Wir haben hier einfach eine sehr extreme Situation und das könnt ihr jetzt nur noch ändern, wenn ihr vielleicht den Himmel ein bisschen dunkler aufnehmt. Also wir gehen hier gleich mal von Haus auf ein bisschen dunkler rein in das Ganze. So, dann fokussieren wir wieder vorne irgendwas und dann lassen wir es nochmal durchtackern. Und jetzt werdet ihr sehen, ist der Himmel auch wieder ein bisschen aufgehellt, nachdem er die Bilder verspeichert hat. Schauen wir uns das mal an. So, und jetzt habt ihr einen, also so wäre das Bild ohne HDR mit abgesoffenen Tiefen und hier, das wäre dann mit HDR. Wobei ich sagen muss, den Himmel repariert er nicht so schön. Ihr seht ja zum Beispiel, der Himmel wurde ursprünglich eigentlich dunkler aufgenommen. Und den haut er uns ziemlich hell. Also das finde ich nicht so gut. Also was ihr bei der ganzen Aufnahme gesehen habt, das automatische HDR funktioniert nicht ganz so gut, als wenn ihr das Ganze natürlich in einer manuellen Belichtungsreihe aufnehmt und das dann in Lightroom verarbeitet. Da habt ihr das Maximum, weil ihr einmal im RAW aufnehmt, dann könnt ihr schon im hellsten RAW nochmal die Tiefen etwas anheben und im dunkelsten RAW nochmal die Lichter abdunkeln. Und von daher seht ihr, das automatische HDR ist nicht ganz so gut wie die Belichtungsreihe. Mir hat es trotzdem gefallen, euch das zu zeigen. Euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Video und tschüss.